Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Freitag, dem Wochen- und auch gleich Monatsabschluss hier am 27. Februar. Ich grüße Sie wieder und wir wollen heute gleich zwei Paare in den Fokus nehmen, die hier mit dem US-Dollar in Verbindung stehen. Wir hatten gestern bereits den Euro gegenüber dem US-Dollar im Fokus und hier eine Range beschrieben, die nach unten aufgelöst worden ist, ganz klar. Und ich habe auch hier den Tageschart jetzt nochmal mitgebracht, damit wir uns hier mal die Situation beim Euro gegenüber dem US-Dollar anschauen. Mit der gestrigen Korrekturbewegung nahe 200 Pips hat der Euro gegenüber dem US-Dollar ein ganz klares Verkaufssignal geliefert. Mit dieser monströsen Kerze ist es nunmehr so, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar weiter im Abwind sein dürfte, sein müsste. Und das dürfte, wie gesagt, sich auch hier weiter fortsetzen. Wir hatten dazu auch gestern, ich leite es gleich mal ein, einen Trading Shoutout noch am Nachmittag eingestellt. Das Ganze gab es dann auch in ähnlicher Art auf der Godmode Trader Seite zu sehen. Und zwar ging es hier um das ganz, ganz große Bild vom Euro gegenüber dem US-Dollar, was wir uns jetzt mal kurz anschauen werden. Und zwar ist das hier auf Monatsbasis das Chartintervall, der Chartintervall, den wir uns hier sozusagen gezaubert haben, und es deutet sich definitiv an, dass Euro-US-Dollar noch nicht fertig ist auf dem Weg gen Süden. Gestern, wie gesagt, standen wir noch ein Stück weit höher bei 1,1246. Heute haben wir bereits schon mal die 1,12 nach unten gebrochen und es deutet sich für die nächsten Monate in jedem Falle eine weitere Abwärtskorrektur an. Diese verschärfte Abwärtsbewegung bereits hier 8 Korrekturmonate, wohlbemerkt Korrekturmonate in Folge, fand sich in den letzten Jahren in der Häufigkeit nicht. Einzigartig dieser Abwärtsimpuls, und er steht offenbar trotz des überverkauften Bereichs noch nicht vor dem Ende. Obacht geben, die Trendbewegung ist sehr, sehr stark intakt und es kann hier durchaus zu nochmals einer beschleunigten Korrekturbewegung kommen. Aber fern dieses großen Bildes wollen wir eben jetzt hier nochmal den Tageschart beleuchten. Aufgrund des Ausbruchs unter diese Unterstützungszone hier Bereich 1,1290, 1,13, die wir gestern auch schon besprochen hatten, wären, und das wäre nach technischer Analyse eine Idealkonstellation, wenn es denn Rücksetzer gibt an dieses Level, wären hier ideale Shortmöglichkeiten gegeben, um praktisch dann auch an einem neuen Abwärtsimpuls teilzunehmen. Abwärtstrend ist hier kurzfristig intakt, übergeordnet intakt, klare Widerstände auf der Oberseite sind zu definieren. Und dieses Niveau von gestern, einst Unterstützung, ist eben jetzt hier ein frisches Widerstandslevel. Und das deutet grundsätzlich darauf hin, wenn der Euro-US-Dollar unterhalb von 1,13 jetzt bleibt, dass es hier neue Mehrjahrestiefs geben dürfte. Tagesschart heute hier, nach dem gestrigen Impuls sind wir ein bisschen seitwärts unterwegs. Man kann hier eine vorsichtige Aufwärtsstruktur erkennen, diese allerdings hier deutlich unter dem Pivot Point notiert, und es müsste rein von der Range, wir haben bislang auch nur bescheidene 22 Pips zurückgelegt, heute noch einiges kommen an Bewegungsimpulsen. Was das genau sein wird, werden wir sehen. Rein trendfolgend, wie gesagt, könnte sich eine direkte Fortsetzung weiter abspielen, aber auch Pullbacks in Richtung 1,13. Das können wir hier im Stundenchart auch nochmal verdeutlichen. Das Ganze mal ein Stück weit rauszoomen hier, sehen wir sehr schön, wie denn dieser Bereich hier um 1,13 seine Relevanz behält, seine Relevanz hat. Und wenn es überhaupt zu solchen starken Erholungsimpulsen kommt, das kann ich mir ehrlich gesagt für heute nicht vorstellen, dann wären das starke Einstiegschancen. Der Wochentag selber, Freitag an dieser Stelle, für die regelmäßigen Zuschauer, die werden das wissen, ist es ohnehin zum Wochenabschluss so, dass der Euro-US-Dollar hier eine eher klare Schwäche aufzeigt. Auch gestern gab es hier nochmal einen obendrauf. Donnerstag jetzt aktuell der schwächste Handelstag der Woche mit nur 38% positiver Schlusspreise. Aber einen habe ich noch in Sachen Gimmick. Jetzt schauen wir uns nämlich das britische von gegenüber dem US-Dollar an, der unlängst auch dahingehend gecovert wurde, dass hier Niveaus um 1,54 mögliche Kaufchancen darstellen. Wir gehen mal hier in den Tageschart zunächst. Wir haben hier eine kurzfristige Aufwärtsstruktur. Hier die Marke von 1,50 hat sich als Unterstützungszone herausgestellt. Wir haben hier einen Aufwärtsimpuls laufen, der jüngst zwar eine Unterbrechung erfuhr, aber technisch hier alles noch so weit im grünen Bereich. Rein unter markttechnischen Higher Highs, Lower Lows Gesichtspunkten. Wir sind aber jetzt hier eben an einem kurzfristigen Unterstützungsbereich angekommen. Die heutige Tageskerze erweckt wahrlich kein
bullischen Eindruck, nachdem gestern auch das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar eben hier auf den Deckel bekam. Und jetzt ist die Situation die, dass das Währungspaar natürlich hier unlängsten Widerstand bestätigt hat, der sich als solcher nicht zwingend abzeichnete. Also hier das Niveau um 1,5530 hat sich hier, wenn wir ein Stück weit rüberfahren, als frischer Widerstand etabliert. Hier auch der EMA 100 blaue Linie. Letztlich oberhalb von 1,54 bestehen noch gute Chancen und hier wurde auch eben zuletzt am 20.02. und hier am 23.02. immer wieder hochgekauft, das Paar, dass es nach oben gehen könnte. Einziger Wermutstropfen ist aber, und da will ich Ihnen jetzt eben das kleine Schmankerl mal darstellen, hier diese Wochenstatistik. Da sehen wir nämlich hier am Freitag, und das ist schon sehr, sehr signifikant, 32% positiver Schlusspreis. Das ist ein ganz, ganz klar negatives Momentum. Also das geht fast schon nicht schlechter. Also man muss wirklich sagen, 32% positiver Schlusspreis ist einer der niedrigsten Werte, die ich seit langem gesehen habe hier in der Wochenstatistik. Und auch übergeordnet hier mit 48% positiver Schlusspreis während der letzten 15 Jahre das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar jetzt hier nicht in einer euphorischen Laune. Und vor diesem Hintergrund muss man davon ausgehen, dass es hier die Marke von 1,54 in Bälde wohl nicht mehr geben wird. Wir laufen sie auch gerade an. Sie sehen hier diese fallende Kerze. Wir versuchen uns oberhalb der heutigen Tagestiefs jetzt noch zu halten, aber es deutet sich hier in jedem Falle ein Durchbruch unter 1,54 an. Das wären dann hier wiederum Niveaus um 1,5345. Und wenn das Level hier nicht hält, hier haben wir auch so ein kleines Bündel an kleinen Durchschnitten, EMA 20, EMA 50, insbesondere hier Preise unter 1,5312. Also hier ein Tief unter dem Niveau vom 17. Februar wäre dann hier ein signifikantes Verkaufssignal und das dürfte sich dann sicherlich auch natürlich weiter negativ auswirken auf das Währungspaar. Und insofern will ich Ihnen auch die Saisonalität nochmal zeigen vom britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, die sich hier kurzfristig schwach darstellt, dann mehr oder weniger an der Seitwärtstendenz auflöst. Also hier eine klar bullische oder bärische Präferenz zu finden, ist hier nicht möglich. Aber unter diesem technischen Gesichtspunkt eines Ausbruchs nach unten unter 1,54, also deutlich unter 1,54 mit Preisen unter 1,5312, das wäre dann hier sicherlich ein Startschuss für Preise Richtung 1,50. Und im übergeordneten Bild haben wir ja das Level von 1,48, was es eigentlich hier noch anzulaufen gilt im Sinne einer Korrekturbewegung aus den Vorjahren. Hier sehen wir das 2013er Tiefs. Das ist hier der Bereich knapp über 1,48. Das wäre in jedem Fall noch eine Möglichkeit eines möglichen Korrekturziels, wenn wir hier jetzt weitere Schwäche darstellen. Umgekehrter Fall, wenn wir hier nach oben rausziehen über 1,5530, insbesondere gestriges Tageshoch 1,5552, wäre entgegen dem, was der Euro hier darstellt, nämlich eine unbedingt fortwährende Schwäche, wäre das britische Pfund hier wieder in einem leicht positiven Bias. Das würde sich wiederum auch interessant bei dem Währungspaar, bei dem Crossrate Euro-Britisch-Pfund andeuten, anmuten dieses Paar auch dann hier zu traden, wenn das britische Pfund eben eine gewisse relative Stärke zeigt. Aber danach sieht es aktuell nicht aus. Und mit diesem schwachen Wochentags-Bias wollen wir mal sehen, ob wir hier nicht noch weitere Tagestiefs generieren können bei diesem Währungspaar. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es dann auch schon gewesen. Ich danke fürs Einschalten an dieser Stelle. Wenn Sie mögen, nachher noch JFD Live Trading TV. Und ansonsten schon mal vorab ein schönes Wochenende an dieser Stelle. Hier Christian Kämmerer. Ich wünsche was auf bald und tschüss.